Hallo? Ja. Aha. Okay. Heiliger, ein Visual Basic programmierter Bibelsimulator mit einer overpowered Necromancer-Klasse. Wir sind auf dem Weg. Willkommen beim Random Encounter, dem Spielepodcast zu unserem Blog geekmythology.de. Ich bin Tom. Und ich bin Leo. Wir reden heute über die angekündigten Fortsetzungen zu den Hack'n'Slay Underdogs Torchlight und Deathspank. Außerdem über Cryptics neues Spiel Neverwinter. Und wir sagen euch, ob sich der Kauf von Lara Croft and the Guardian of Light lohnt. You have to be kidding me. Folge 19 des Random Encounters fangen wir direkt an mit einem Spiel, das wir tragischerweise letzte Woche rauslassen mussten, beziehungsweise es einfach vergessen haben, und zwar die Fortsetzung zum Überraschungshit von Oktober 2009, Torchlight. Ja, letztes Jahr hat uns dieses Spiel echt überrascht. Ein wundervoller, wenn auch tendenziell etwas kleinerer Diablo-Klon mit ganz liebevollem Design, innovativen Spielideen. Insgesamt ein bisschen kurz und nicht ganz besonders schwer, aber dafür charmant, charmant, charmant. Jetzt wurde die Fortsetzung angekündigt, die passenderweise Torchlight 2 heißt und schon im Frühjahr 2011 erscheinen soll. Mit dieser Fortsetzung kommen einige Neuerungen einher, unter anderem das, was sich viele Leute bei Torchlight 1 am meisten gewünscht haben und am meisten vermisst haben, nämlich ein Koop-Modus, der im Falle von Torchlight 2 sowohl online als auch über LAN spielbar sein wird. Ja, das war ja im Endeffekt auch der Modus, der in Torchlight 1 eigentlich hätte gar nicht fehlen dürfen, aber in Torchlight 1 dachte ich zumindest noch, sie machen keinen Koop-Modus, weil sie ja noch einen Torchlight-MMO planen, was sie ja immer noch planen. Aber jetzt releasen sie trotzdem Torchlight 2 mit Koop-Modus, ist natürlich eine feine Sache. Ich weiß nicht, ob sie sich da vielleicht ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden, was dann ihr MMO betrifft. Da muss ihr MMO wirklich noch was bieten, denke ich. Und ich meine, in Torchlight 1 gab es auch so ein paar andere Sachen, die ich hoffe, dass sie ein bisschen ausbessern. Zum Beispiel fand ich, war das Inventarmanagement ein bisschen zu großer Teil des Spiels. Selbst mit diesem Pet, das man da hatte, das Haustier, was auch ein paar Sachen tragen konnte, hat man doch viel Zeit im Inventar verbracht und ist immer hin und her und hat Items verkauft und so. Also ich halte das durchaus für möglich. Es sind für Torchlight 2 schon einige Sachen angekündigt und das sind vor allem Verbesserungen im Detailbereich, im kleinen Bereich. Und eine Sache, die man jetzt schon gemerkt hat, ist, dass die Macher von Torchlight, Runic Games, sehr auf das Community-Feedback hören. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du der Einzige bist, der da Beschwerden hat laut werden lassen. Andere Kleinigkeiten, die sie angekündigt haben, also was sofort auffällt, es gibt schon ein bisschen bewegtes Material dazu. Neben dem Koop-Modus sind neue Areale, Außenareale. Der erste Teil hat ja quasi exklusiv in Dungeons gespielt, à la Diablo 1. Ja, es gibt Tag- und Nachtwechsel. Natürlich kommt das Pet wieder, aber es werden neue Features angesprochen. Wettereffekte und was weiß ich nicht alles. Also da werden sehr viele Sachen gemacht. Unter anderem auch, was ja uns zumindest indirekt passiv freut und was alle Modder unter euch garantiert sehr freuen wird. Der Editor wurde nochmal sehr verbessert und Torchlight war von Anfang an als sehr modfreundliches Spiel designt und es gab einige beachtliche Mods und ja, da freuen wir uns natürlich sehr, dass das wiederkommt und noch verbessert wurde, sodass ihr Modder da draußen loslegen könnt und wir großartige Modifikationen spielen können. Ja, ich finde es auch witzig, dass wir jetzt schon Torchlight 2 kriegen, was ja recht früh nach dem ersten Teil passiert. Aber der Entwickler Runic Games sagt halt selbst, sie sind ein kleines Team, sie können sich das leisten, weil sie auch nicht so viel Manpower brauchen hinter diesem Spiel, weil es halt immer so kleine Spiele sind, so auf DLC-Niveau, deswegen kosten sie auch nicht so viel. Und deswegen hat Runic Games auch schon gesagt, dass Torchlight 3 noch vor Diablo 3 erscheinen könnte. Wir sagen, Torchlight 5 könnte noch vor Diablo 3 erscheinen. Torchlight 5, Gran Turismo 2 und Duke Nukem Forever 12. Richtig. Ja, das könnte schon sein. Es gab sofort das Statement, also Runic haben dieses Statement gemacht und wurden sofort gefragt, meint ihr es ernst? Wollt ihr wirklich Torchlight 3 dann noch so schnell rausbringen? Und die Antwort, ich kann sie zitieren, ich habe sie hier vor Augen, war, ich denke wirklich, dass wir es so machen werden. Ich meine es ernst.
Gleich noch mit der Beschwichtigung, ich werde der Erste sein, der sich Diablo 3 kaufen wird. Ich bin ein großer Fan, aber ich weiß eben auch, wie es auf der anderen Seite aussieht. Also man ist sich innerhalb der Industrie durchaus dessen bewusst, dass es mit Diablo 3 so mit so einem AAA-Titel große Schwierigkeiten gibt. Und Torchlight 3 wiederum wahrscheinlich mit einem Haufen kleiner Verbesserungen scheint auch schon in greifbare Nähe zu sein. Finde ich jetzt aber auch nicht nur gut, weil aus Torchlight 3 so eine Franchise zu machen und der jetzt jedes halbe Jahr irgendwie ein Spiel erscheint, ist sicherlich auch nicht der richtige Weg. Da würde ich mir eher seltenere und größere Updates wünschen und ich meine, Torchlight 2 ist jetzt sehr sinnvoll, weil es halt diesen Multiplayer-Modus hat. Aber was bringt dann Torchlight 3, was wirklich den Kauf nochmal rechtfertigt? Weil einfach nur neue Levels sind, denke ich, nicht genug. Da muss schon noch ein bisschen was mehr kommen. Aber ich meine, die Jungs wissen sicherlich, was sie machen. Nur hoffe ich wirklich nicht, dass wir irgendwie mal bei Torchlight 6 oder so landen in 2 Jahren. Das wäre nicht so gut. Wer weiß, welche Schwächen sie in den zweiten Teil jetzt bewusst einbauen, damit sie die ausbügeln ja, können in Teil 3. so oder so, wir freuen uns unheimlich darauf, dass ihr Torchlight 2 macht, Jungs. Und es war ja nicht ein halbes Jahr, es ist jetzt über ein Jahr Unterschied zwischen den Spielen. Und von dem, was wir gesehen haben, sind wir sehr angetan. Runic Games, alle Achtung. Völlig mit der Tür ins Haus gefallen sind Hothead Games mit einem jetzt bereits angekündigten Sequel zum Hack'n'Slay Underdog Deathbank, der erst kürzlich erschienen ist und insgesamt sehr gute Noten abgeräumt hat, unter anderem auch von mir, aufmerksame Hörer werden es wissen. Und jetzt soll bereits nächsten Monat, also am 22. September, die Fortsetzung erscheinen, nämlich Deathbank Songs of Virtue. Das Ganze wird dadurch ein bisschen, ich sag mal, entzaubert, wenn man hört, dass die beiden Teile parallel entwickelt wurden. Aber dennoch, das ist wirklich eine Seltenheit. Ja, ich finde es auch witzig. Also die Überraschung ist ihnen gelungen, würde ich sagen. Und die erste Reaktion ist natürlich, was jetzt machen die in so kurzer Zeit ein Sequel? Ja, das kann doch nicht sein. Aber wie du sagtest, das war die ganze Zeit schon geplant. Der perfide Plan von Hothead Games, uns zwei Spiele mit zwei Spielen zu unterhalten. Diese Schlingel. Das ist unglaublich. Ja, aber ich meine, mehr Deathbank kann nichts Schlechtes sein eigentlich. Mehr Deathbank kann nichts Schlechtes sein. Es wurde auch wieder gesagt, dass Ron Gilbert, obwohl der, wie gesagt, mittlerweile nicht mehr bei Hothead Games ist, auch in der Entwicklung dieses Teils wieder stark beteiligt war. Insofern, wir können uns wieder darauf freuen, dass es viel Humor gibt und so weiter. Es wird genau wie der erste Teil für Xbox Live Arcade und PSN erscheinen, für ungefähr 15 Euro. Preis, der schon für den ersten Teil, wie ich finde, durchaus ganz gerechtfertigt war. Der zweite Teil soll jetzt nochmal ungefähr 50% länger gehen, was eine schöne Sache ist. Und ein paar kleinere Tweaks im Gameplay haben, zum Beispiel mehr Fokus auf Schusswaffen und so weiter. Teaser-Bild, was sie veröffentlicht haben, ist auch Deathbank mit einer MG, einem Raketenwerfer und so einem Militärhelm auf. Also das gibt wohl die Richtung an. Ja, also überhaupt soll das Ganze, also die Areale, die man besucht, sollen weitläufiger sein. Es wurde davon gesprochen, dass man unter anderem den Nordpol besucht und auf hoher See kämpft und so weiter. Das Übliche, neue Bosse, neue, wie ich jetzt schon bereit bin zu wetten, witzige Charaktere. Mehr Optionen für den Koop-Modus, worüber sich manche sicherlich sehr freuen werden. Und, allerdings immer noch kein Online-Modus, worüber manche dann wiederum sehr enttäuscht sein werden, zu Recht. Man weiß nicht so richtig, was das Ganze soll. Und vielleicht den coolsten Untertitel überhaupt jemals in der ganzen Videospielgeschichte: Songs of Virtue. Wie geil ist das denn bitte? Ja, das kann eigentlich nur gut werden. Ja, 95%. Kaufgrund Nummer 1. Richtig. Aber das ist jetzt wirklich ein Fall davon, dass die Teil 1 absichtlich ein bisschen schlechter gemacht haben als den bereits geplanten zweiten Teil. Ja, ein bisschen schon. Also, wobei Teil 1 natürlich by no means ein schlechtes Spiel ist. Das ist schon cool. Klar. Aber man wird jetzt gucken. Ich nehme mal an, wenn die parallel entwickelt wurden, werden auch so teils zumindest ein bisschen andere Leute vielleicht dran gesessen haben. Ist jetzt die Frage, wie viel von der Kritik, die jetzt Teil 1 gekriegt hat, können sie da jetzt überhaupt umsetzen? In der kurzen Zeit, wird es ja jetzt wirklich schon im September erscheinen? Naja, höchstwahrscheinlich wortwörtlich null, aber zumindest kann man dann die kombinierte Kritik aus den beiden Teilen nutzen, um eventuell für einen eventuellen Nachfolger irgendwann mal dann wieder eine Lehre draus zu ziehen oder halt für andere Spiele. Das geht prinzipiell gut. Habe ich schon erwähnt, dass Songs of Virtue ein toller Bandname ist? Also ich liebe diesen Untertitel. Wie gesagt, 22. September dieses Jahres, jawohl, und wird ungefähr 15 Euro kosten und sieht jetzt schon
sehr toll und sehr awesome aus, also guckt rein. Ja, und wir freuen uns schon auf Teil 3, Bra of Righteousness. Kommen wir als nächstes zum neuen Spiel von den Cryptic Studios. Ihr wisst, Cryptic, das sind die Entwickler von City of Heroes, City of Villains, Champions Online und Star Trek Online, also von diversen MMORPGs. Jetzt wagen sie sich an eine neue Franchise, allerdings wird dies nicht wirklich ein MMORPG, wenn auch ein Online-Spiel, und zwar an die Neverwinter-Franchise. Sie bringen nämlich ein neues Neverwinter Nights raus. Ja, für diejenigen, die jetzt die letzten Jahre völlig unter einem Stein verbracht haben, das ist ein Szenario aus dem Dungeons & Dragons System, aus dem Forgotten Realms Szenario. Eigentlich klassische High Fantasy, aber ja, mit so kleineren Twists. Und zusammen mit Atari haben sie angekündigt, wie gesagt, Neverwinter entwickeln zu wollen. Ein Spiel, das sie selbst zwar, also es wird offiziell manchmal MMO genannt, aber wie du gerade gesagt hast, gab es schon Statements, dass dieses Spiel vielleicht eher sowas wie ein Koop-Rollenspiel ist. Wir wissen noch. Ich habe mal ein Statement gelesen von einem der Leute bei Cryptic, was ich sehr witzig finde. Und zwar nennen sie diese Art Spiel eine neue Sorte von Spiel, nämlich nicht MMORPG, sondern OMGs, Online Multiplayer Games. Wo ich sage, wow, was für ein neues Genre, das gab's ja noch nie. Also es ist einfach nur ein Koop-Spiel, was man auch online spielen kann. Ja, also das, ob es da jetzt noch irgendwelche Besonderheiten gibt oder so, dazu ist es noch deutlich zu früh, denn angekündigt ist Neverwinter ja erst für das vierte Quartal 2011, also mit anderen Worten, wir haben da noch einigen Puffer. Es wurde bis jetzt auch noch nichts veröffentlicht, bis auf ein Artwork, auf dem man 5 Klassen sieht, die in dem Spiel gespielt werden können. Und jetzt bitte alle mitsingen. Kämpfer, Magier, Schurke, Kleriker und ein Jäger, beziehungsweise Ranger heißen die in dem Fall. Aber was anderes wollen Neverwinter-Fans wahrscheinlich auch gar nicht. Ja, oder? Und Dungeons & Dragons-Fans wahrscheinlich auch nicht. Also das ist es ist ein starkes Rollenspielsystem prinzipiell. Da kann man dann sicherlich noch einiges draus machen. Groß angelegt wird das Spiel insofern, als dass sie vorher schon richtig Trararum machen werden, so mit Publishing und so weiter. Es gibt extra dazu angefertigt eine Buchtrilogie, die sie veröffentlichen wollen. Und vor dem Computerspiel, das finde ich sehr witzig, noch ein Tabletop-Rollenspiel, das der Dungeons & Dragons-Verwalter Wizards of the Coast veröffentlichen will. Hoffen wir mal, dass das nicht so gut ist, dass sich keiner mehr auf Neverwinter freut. Ja, das wäre natürlich witzig, wenn jetzt da die Marketing-Schmiede auf Hochtouren läuft und dann wird das Spiel irgendwie nicht so toll. Cryptic Studios bin ich immer ein bisschen skeptisch. Ich finde, Cryptics MMOs sind nicht wirklich MMOs. Da fehlt das Persistente und das Massive in Massively Multiplayer. Es sind für mich schon eher so Online-Koop-Spiele. Von daher passt das jetzt eigentlich ganz gut zu dem, was Cryptic immer gemacht hat. Ich denke mal, wird sich zeigen, was das wird. Bisher Neverwinter Nights war jetzt bei 2 Entwicklern, erst bei BioWare der erste Teil, dann der zweite bei Obsidian Entertainment. Bei wem sonst? Und ja, richtig. Und Neverwinter Nights 2 hatte schon, ich glaube sogar 1 auch, hatte schon so Online-Koop-Möglichkeiten. Und Neverwinter Nights 2 war auch extrem gut modbar. Ja, Teil 1 auch, ich weiß nicht, warum ich immer auf Teil 2 beziehe. also denke ich mal, das ist jetzt eine logische Fortsetzung der Reihe. So klingt es zumindest. Hoffen wir jetzt, dass es der auch gerecht wird. Ja, und es ist eine weitere Gelegenheit für Cryptic, eine Trial rauszuhauen, die zeitlich unbegrenzt ist, einem dafür aber nur 5 Minuten des Spiels zeigt. Danke, Cryptic. Ich hoffe ja, dass hier keine monatlichen Kosten, das wäre ziemlich dreist. Tja, bei Cryptics Geschäftsmodell steht das so ein bisschen zu befürchten. Und überhaupt, man weiß ja, wie gesagt, noch gar nicht, was das für ein Spiel wird. Ausgehend davon, dass es erst Ende 2011 rauskommen wird, weiß wahrscheinlich Cryptic noch nicht mal, was für ein Spiel das wird. Wir können eigentlich nur abwarten und die News verfolgen. Und na, wird bestimmt toll. Könnte zumindest passieren. Man soll ja optimistisch bleiben.